So, da sind wir wieder zurück bei Deponia nach... ich dachte schon, das hätte sich gerade aufgehangen. Ich habe natürlich wieder mal rausgefunden, allerdings mit Lösung dieses Mal. Diesmal war ich dazu alleine nicht fähig und natürlich, ich muss natürlich sagen, letztes Mal, ich war gar nicht beim Friseur. Ich hatte eine Perücke auf. Also eine Kurzhaarperücke, in Wahrheit zeige ich euch jetzt gleich meine langen Haare. Und damit ich ein bisschen seriöser wirke, habe ich noch Hemd angezogen und trage Krawatte dieses Mal. Hallo! Im Sinne des Karnevals, wir haben ja morgen die Folge Karnevalssonntag. Werdet ihr die Folge ja zu sehen bekommen. Nächster, und bitte! Jawohl! Und da habe ich mich ein bisschen hübsch gemacht, nur für euch. Bitte! Und da habe ich jetzt endlich mal, das ist mein Naturhaar, so lang wie es ist, so wunderschön, so habe ich mir gedacht, jetzt traue ich mich endlich, jetzt oute ich mich mal ein bisschen mit meinen langen Haaren. Wunderschön, oder? So, und ich hoffe, das wirkt natürlich, also ich wollte so ein bisschen natürlich gegen die Seriosität wirken. Damit das ja alles nicht zu ernst wird, ist ja ein Spaßspiel und außerdem... haben sich die letzten Folgen jetzt natürlich auch schon hingezogen, bis zum geht nicht mehr. So. Was wollte ich denn eigentlich? Ach so, genau. Den nehme ich als erstes, müssen wir nämlich den bekloppten Papagei... Boah, das ist voll warm da drunter. Diesen bekloppten Papagei, mit dem wir noch nichts machen konnten, den müssen wir natürlich erstmal betäuben. Und das geht komischerweise mit so einem Lachgasluftballon. Ne, mit dem nicht. Aber mit dem. Watch this. Pupslo. Deinem Papagei scheint es nicht gut zu gehen. Ach du meine Hose. Der ist ja vollkommen ausgenockt. Wie sollen wir denn jetzt erkennen, ob gefährliche Gase austreten? Tja, die Warnlampe geht doch immer als erstes kaputt. Nimm ihn ruhig mit, wenn du willst. So nutzt er mir nichts mehr. Ja, warum auch nicht? Ich hab Fussel in dem Mund. So. Und, weil der ist ja jetzt total betäubt, das ist ja auch scheiße. Deswegen müssen wir den jetzt erstmal wieder wach kriegen. Hey, du! Aufwachen! Geht doch, Schnarchschnabel. So, jetzt haben wir einen wachen Papagei. Und zwar, den will ich dann nämlich mit der Notrufstation benutzen. Weil das ist ja die einzigste interne Anlage noch, mit der wir noch nichts gemacht haben. Es ist, ich habe gerade ein bisschen Probleme mit meinem wallenden Haar. So, Notrufsäule. Kann auch sein, dass ich gleich mein Haar zurückfallen lasse. Aber das Mikrofon ist schön ein bisschen versteckt, wa? Inspektor Gizmo zu Ihren Diensten. Sie haben einen Notfall zu melden? Ich ernähre mich schon seit Tagen nur von Würmern. Würmer? Potzdonner! Wo sind Sie denn? Werden Sie gefangen gehalten? Ich habe einen Lippenstift gefunden. Wer wirft denn sowas weg? Was? Tut mir leid. Ich habe für so einen Unfug keine Zeit. Da draußen läuft ein Irrer rum, der mehrere Brände und Explosionen verursacht hat. Gehen Sie bitte umgehend aus der Leitung. Der Telefonist in der Zentrale ist schon gestresst genug. Das hat jetzt natürlich so viel dann nicht gebracht, weil der Papagei soll natürlich was erzählen. So bringt das nichts. Gizmo wird dem Vogel wohl erst zuhören, wenn ich ihm sachdienliche Hinweise zu diesem Irren beigebracht habe, der hier alles in die Luft sprengt. Wer auch immer das ist. Und dazu gehen wir noch zu der Toni. Ein bisschen schneller. Und da haben wir ja doch diese formschöne Stange hier, die wir auch noch nicht benutzt haben. Und da setzen wir einfach den Papagei drauf. Hey Toni, ich habe ein Geschenk für dich. Hallo, hallo. Hab ich dir nicht gesagt, du sollst keine Tiere in meinen Laden bringen? Ich dachte, das gilt nur für Ratten und Insekten. Und? Und Wasserbüffel. Aber dieser Papagei hier ist ganz anders. Er ist klug, reinlich, macht nichts kaputt und Läuse hat er auch nicht. Wow, er ist das genaue Gegenteil von dir. Sehr witzig, Toni.
Ich dachte nur, du könntest einen Zuhörer gebrauchen, damit du mal jemand anderen zutexten kannst. Tja, wenigstens rede ich dann nicht mehr gegen eine Wand. Sehr witzig, Toni. Er gefällt mir. Kein Wunder, er klingt genau wie deine Mutter. Und eine gewisse äußerliche Ähnlichkeit ist auch vorhanden. Raus. Raus! Okay. Hätte ich nur auf meine Mutter gehört. Nimm dich vor ihm in Acht, Toni. Der Kerl ist ein egoistischer Idiot. Der Kerl ist ein egoistischer Idiot! Wart nur, bis du ihn richtig in Aktion siehst. Gerade erst letzte Woche hat er den Friedhofsrasenmäher mit Sprühsahne betankt. Idiot! Idiot! Der arme Vogel. Nicht mehr lange und er wird sich zu den Minengasen zurücksehnen. Das glaube ich, weil die Toni textet den jetzt natürlich total zu. Mit Worten wie... Und dann hat Rufus die Bienen einzeln mit Frittierfett bestrichen, nur um... Warte mal, da ist er schon wieder. Wir reden gleich weiter, okay? Ich will nicht, dass er hier unbeobachtet rumlungert. Arme Toni! Hallo, Rufus. Danke nochmal für den Papagei. Rufus ist ein Nichtsnutz! Er ist so ein kluges Tier. So, und weil es so schön ist, weil dir den natürlich gefällt, nehmen wir den auch sofort wieder weg. Was tust du? Ich nehme ihn wieder mit. Du übst einen schlechten Einfluss auf ihn aus. Tu das. Ich bin sowieso schon heiser. Und diese ganzen Geschichten zu erzählen, macht mich irgendwie depressiv. Das sind alles Lügen, hörst du? Rufus hat Hannes Vogel geklaut! Alles Lügen! Ich muss gerade einmal das Kabel noch ein bisschen richtig ziehen. So. Bevor ich gleich mit dem Stuhl drüber fahre und dann ist das Kabel hinüber. Wir haben den Vogel. Jetzt gehen wir mal eben hupsi, 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 da lopsi zum... dahin. Zum... Dister? Inspektor Gizmo zu Ihren Diensten. Sie haben einen Notfall zu melden? Rufus hat die Schrauben vom Kinderkarussell geklaut. Rufus, das hätte ich mir eigentlich denken können. Was wissen Sie noch? Rufus hat die Kernschmelze im Schulreaktor erzeugt. Rufus hat die Antenne von Frau Henkels Traktor geklaut. Etwas langsamer, bitte. Ich komme gar nicht mit. Können Sie das nochmal wiederholen? Na, ob das so eine gute Idee war? So eine Ach, passt schon. Auf alle Fälle ist die Leitung jetzt ausgelastet. Der Telefonist wird sich freuen. Was wissen Sie noch? Rufus hat die Erntemaschine missbraucht, um Schindeln vom Rathausdach zu stehlen. Wie schrecklich. Da kommt aber so viel Interessantes, kommt dann nicht mehr. Hester, bitte! Und jetzt kommt natürlich das Ultimo. Hester, bitte! Ja, wir kommen! Jetzt gehen wir nämlich auf den Heuchpost. Was würde mich das nerven, wenn das so abgeht da oben? Mein Gott! Die Kopfhörer sind unser! Er ist völlig fertig mit den Nerven. Ach, so. Wie gesagt, weiter habe ich jetzt natürlich auch noch nicht ausprobiert. Also ab jetzt kann wieder gefällt werden und eine ganze Folge lang nach irgendwelchen Schmarrn gesucht werden. Jetzt kann's losgehen. Ja, mach doch mal. Hallo? Ist da jemand? Hallo? Cletus? Wird im Nordquadranten vor Mülllawinen gewarnt, die durch eine Herde marodierender... Cletus! Komm schon. Deine Liebe ist die größte... Cletus, Cletus! Dum, dum, dum. Rufus ist der Größte. Rufus. Da-da-dap, man nennt ihn Rufus, Rufus. Da-da-dap, man nennt ihn Rufus, Rufus. Suche meine Verlobte an alle Bewohner Deponias. Hey, Moment mal. Name ist Cletus. Ich suche meine Verlobte. Sie ist möglicherweise... Cletus? Cletus, sind Sie das? Hier ist Rufus. Hören Sie mich? Hallo? Rufus? Sind Sie auf Deponia?
Ich habe ihre Verlobte verloren. Klar bin ich auf Deponia. Bevor ich aber ihre Verlobte spiele... Ich habe ihre Verlobte gefunden. Sind Sie sicher? Natürlich bin ich sicher. Groß? Lange Haare? Hirnimplantat, viel von einem vorbeifahrenden Organonkreuzer. Fragte nach Ihnen. Glauben Sie mir ruhig, es ist Ihre Verlobte. Was verlangen Sie? Erst einmal verantworten, ich nehme Elysium Geld schiegeln. Erst einmal ein paar Antworten. Antworten? Mal sehen. Oh Gott, immer diese vielen Möglichkeiten. Kommen Sie wirklich aus Elysium? Ja, natürlich. Aber ich verstehe nicht, was Sie das zu interessieren hat. Die Stimme klingt irgendwie sehr seltsam. Wie ist es auf Elysium? Auf jeden Fall nicht so dreckig und unzivilisiert wie hier. Und die Menschen sind auch weniger penetrant. Astrein, das klingt genau nach dem richtigen Ort für mich. Okay. Was hatte Ihre Verlobte an Bord des Organonkreuzers verloren? Das geht Sie nichts an. Aber es ist doch seltsam, dass eine Frau aus Elysium... Denken Sie nicht so viel über Dinge nach, die Ihren Horizont überschreiten. Kommen Sie lieber zur Sache. Tö. Planen die Organons etwas? Warum wollen Sie das wissen? Hören Sie, mischen Sie sich nicht in die Angelegenheiten der höheren Sphären ein. Sie werden die Vorgänge über Ihren Köpfen niemals verstehen. Und schon gar nicht beeinflussen. Versuchen Sie es gar nicht erst. War Ihre Verlobte schon immer etwas seltsam? Was? Wovon reden Sie? Auch nichts. Mal angenommen, Ihre Verlobte hätte eine Art Gehirnerschütterung erlitten. Eine Gehirnerschütterung? Rein hypothetisch. Dann sollten Sie keine Zeit verschwenden und sie umso schneller zu mir bringen. Und wehe, wenn Sie ihr etwas angetan haben. Ich brauche Ihr Hirn intakt. Sie haben sie richtig gern, nicht wahr? Ich dachte, da kommt jetzt noch eine Antwort. Und Sie beide sind wirklich verlobt? Was soll die Frage? Ach nichts, Smalltalk. Hat Ihre Verlobte zufällig noch eine Schwester? Ich verstehe nicht, worauf Sie hinaus wollen. War auch nur so ein Gedanke. Sie sollten weniger denken. Ihr Kopf scheint mir dafür nicht gemacht zu sein. Okay, dem Typen traue ich überhaupt nicht über den Weg. Keine weiteren Fragen. Sehr gut. Und können wir dann jetzt endlich zurück zum Thema kommen? Natürlich. Wo waren wir denn gerade? Sie wollten mir Ihre Bedingungen nennen. Was wollen Sie im Austausch gegen meine Verlobte? Und der hat schlimme Dinge vor, das könnt ihr aber glauben. Ich will mit nach Elysium. Unmöglich. Das ist aber meine Bedingung. Entweder ich komme mit nach Elysium oder... Hören Sie, ich kann Sie nicht nach Elysium mitnehmen. Es muss etwas anderes geben. Nein. Eine Passage nach Elysium oder gar nichts. Dann eben gar nichts. Gut, dann können Sie ja schon mal die Hochzeit absagen. Ach, warten Sie noch. Vielleicht gibt es doch eine Möglichkeit. Wusste ich's doch. Bringen Sie Goal bis morgen Abend zur unteren Aufstiegsstation am Ufer des Rostroten Meeres. Wir treffen uns ganz oben auf der Plattform. Schaffen Sie das? Morgen Abend? Ich weiß nicht genau, ob... Jetzt machen Sie mal keinen Rückzieher. Oder haben Sie Goal am Ende gar nicht gefunden? Doch, doch. Dann haben wir einen Deal. Ich erwarte Sie nach Sonnenuntergang. Kletes Ende. Moment noch, ich... Kletes? Okay, obere Aufstiegsstation. Unten auf der... Oben auf der... Untere Aufstiegsstation. Oben auf der Plattform. Ha, ein Klacks für jemanden wie mich. Elysium, ich komme.